heiße Ernst Bieri, Dunkelbach, Russike und bin Altlandwirt. Ich wollte vom Anfang an Bauer bleiben, wie der Vater. Hey! Ich bin der Walter Spüller. Wir sind vor bald 35 Jahren ausgewandert nach Kanada. Wir haben selbstverständlich gute Freunde hinterlassen. Walter ist auch ein Bauer. Und den habe ich gelernt kennen. 1969 hat er Erdäpfel ausgeschrieben zum Futtern. Und der Ernst Bieri hat die gekauft. Und von dort weg sind wir Freunde geblieben. Und das jetzt seit 45 Jahren. Der Walter und ich haben natürlich viel fachgesimpelt. Und wir haben einander geholfen, wenn etwas war. Wir haben auch immer ein bisschen Humor. Wir erzählen gerne ein bisschen Witz erzählen. Und der Wilhelm Busch hat ja mal geschrieben, Leute ohne Humor sind Wiesen ohne Blumen. Wie könnte ihr Leben anders sein als dürr? Ich finde das ein gutes Sprüchli. Ich vermisse den Walter einmal, weil er ist ein freundlicher und ein lieber Mensch und wo man kann Vertrauen haben in ihn. Und das ist etwas Spezielles. Er ist einfach auch immer ehrlich gewesen mit mir und ich bin ehrlich gewesen mit ihm. Und darum hat die Freundschaft auch können anhalten. Zu dieser Reise sind wir auf ein spezielles Jahr gekommen. Die Tochter hat wie der Swiss ein Papier ausgefüllt. Und durch das ist das zustande gekommen, dass wir ausgewählt worden sind, für auf Kanada zu reisen. Das ist natürlich eine Faszination, wie so ein Flieger in die Höhe geht. Das ist etwas ganz Spezielles. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber es geht eigentlich. Die Aufregung ist, wenn wir dann Walter und Doris überraschen können, wie sie reagieren. Sorry, Walter! Hey! Was geht denn da eigentlich? 47 Jahre! Was? Das ist für mich natürlich eine riesige Freude, dass ich Walter und Doris wieder gesehen habe. Und so können überraschen. Ja, die Überraschung ist gelungen. Das sind Freudentränen, wie man sagt. Oder nicht? Das sind Freudentränen. So. Nein, wenn man den Abend 45 Jahre lang kennt hat und ein paar tausend Kilometer auseinander lebt, oder? Ja, ja. Dann ist immer jedes Wiedersehen ist doch wieder eine Freude, oder nicht? See how Swiss gets people together. Now at seatsforswitzerland.com.